Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Hier ist wieder Oliver Schirmer und heute geht es um das Thema nebenbei Geld verdienen. Und ich möchte heute auf einen Punkt eingehen, den viele einfach nicht berücksichtigen. Merke ich immer wieder in Gesprächen, dass genau der Punkt, auf den ich jetzt eingehe, dass der eigentlich so gut wie ja selten berücksichtigt wird. Ja, und zwar geht es um das Thema langfristiges Denken, Langfristigkeit. Und stell dir doch einfach mal die Frage oder beziehungsweise frag dich einfach mal selber, wenn du jetzt das Video anschaust, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du irgendeine Möglichkeit suchst, um nebenbei Geld zu verdienen. Und jetzt ist einfach die Frage nach dem Grund, warum möchtest du nebenbei Geld verdienen? Für die einen ist es so, dass sie vielleicht einen kurzfristigen Engpass haben, weil zum Beispiel die Waschmaschine kaputt gegangen ist, Auto kaputt gegangen ist, sie vorübergehend kurz ein bisschen mehr Geld brauchen, um sich einen Urlaub leisten zu können, wie auch immer. Dann ist natürlich ein kurzfristiger Nebenjob, eine kurzfristige Tätigkeit, wo man nebenbei Geld verdienen kann, optimal. Aber für die meisten, und das merke ich auch in den Gesprächen immer wieder, die ich führe, ja, ist es doch so, dass die ganz andere Gründe haben, warum sie nebenbei Geld verdienen wollen. Zum einen, weil ihre Lebensumstände vielleicht so sind, dass sie zu wenig verdienen, insgesamt gesehen, ja. Natürlich könnten sie sich einen anderen Job suchen, aber bei vielen ist es auch nicht so einfach, ja, oder es stellt sich halt schwieriger raus als gedacht. Dann kann ein anderer Grund sein, dass der Job halt einfach kacke ist, ja, dass sie einen nervenden Chef haben. Oder dass sie einfach keinen Bock haben auf diesen Alltagsstress, morgens eine Stunde zur Arbeit fahren, dann abends wieder eine Stunde zurück und den Stau und so weiter und so fort. Ja, so, und egal was die Gründe sind, man muss einfach für sich überlegen, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel das Thema habe, dass ich aus dem Angestelltenverhältnis raus möchte, dass ich ja dieses Hamsterrad, was man immer so schön sagt, dass ich das nicht mehr haben will, dass ich ja keinen Bock mehr habe auf den Stau, dann nützt es mir nichts, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Nebenjob an der Tankstelle annehme. Ja, warum? Wenn du jetzt einen Nebenjob in der Tankstelle zum Beispiel annimmst, dann verdienst du zwar kurzfristig Geld, ja, was ja auch schön und gut ist, nur die Situation ändert sich dadurch ja nicht. Das heißt, das Ergebnis ist, dass du zwar Geld verdienst, aber nach wie vor Zeit gegen Geld tauschst. Ja, das heißt, in dem Moment, wo du den Job nicht mehr ausübst, fällt auch das Geld weg. Und da ist ja dann die Frage, wie sinnvoll ist das denn? Auf der anderen Seite, wenn du hergehst und sagst, ich möchte grundsätzlich aus dieser Geschichte raus, dann kannst du jetzt zum Beispiel 10 Stunden die Woche an der Tankstelle verbringen, kurzfristiges Geld verdienen, ja, und das dann die nächsten 10, 15 Jahre machen, dann hat sich an der Situation nichts geändert. Oder du kannst sagen, okay, ich investiere die nächsten 5 bis 10 Jahre, vielleicht auch nur 2 oder 3, je nachdem, wie halt deine Fähigkeiten sind. Ich möchte es jetzt auch gar nicht an einen Zeitraum koppeln, weil viele Dinge dauern einfach so lang, wie sie dauern. Wenn du aber jetzt hergehst und sagst, nein, ich bin bereit, eine Zeit lang richtig nebenbei zu arbeiten, hart zu arbeiten, vielleicht auch mehr wie die 10 Stunden die Woche zu bringen, nämlich alles, was halt geht, ja, um dann in 2, 3 Jahren regelmäßig jeden Monat 400, 500, 600 Euro, 1000 Euro, 2000 Euro im Monat Einkommen zu haben, dann ist es eine viel, viel bessere Vorgehensweise, weil du ja dann in dem Moment, wo du so viel Geld verdienst wie in deinem Hauptberuf, ja, die Möglichkeit hast, du hast sozusagen die Zügel in der Hand, du hast alle Fäden in der Hand, du bist derjenige, der jetzt entscheidet, wie es weitergeht. Das heißt, du hast 3, 4, 5, 6, 7 Jahre deines Lebens in Anführungszeichen geopfert, um dir ein Einkommen aufzubauen, was regelmäßig kommt, indem du zum Beispiel einen Kundenstamm dir aufgebaut hast, wo Personen immer wieder die Produkte nachbestellen, ja, ohne dass du jetzt wieder vor Ort bist, oder dass du dir ein Vertriebsteam, ein Netzwerk aufgebaut hast, wo Menschen jeden Monat, wo neue Menschen hinzukommen, die weiterhin Produkte verkaufen, wo du an den Umsätzen beteiligt wirst, ja. So, und dann hast du im Prinzip die Zeit, die du sowieso investiert hättest, egal ob du jetzt, ich nehme jetzt einfach das Beispiel Tankstelle, ja, diese 10 Stunden sind ja auch weg. So, und wenn du die jetzt aber verwendest, um dein eigenes Geschäft aufzubauen, dann hast du langfristig viel, viel mehr davon, weil du halt jedes Jahr dein passives Einkommen in Anführungszeichen steigern kannst, indem du zum Beispiel auf der einen Seite einen Kundenstamm aufbaust und auf der anderen Seite zum Beispiel über Network Marketing
ein eigenes Vertriebsteam dir kreierst, wo du finanziell an den Umsätzen beteiligt wirst. Und jetzt ist doch einfach die Frage, was ist cleverer, zu sagen, okay, ich gehe den kurzfristig einfacheren Weg und stelle mich halt 10 Stunden irgendwo in ein Geschäft, kassiere dort die Leute, ja, muss nichts groß dazulernen, ja, und ich muss auch nicht über meine Komfortzone hinaus, ich muss mich nicht persönlich weiterentwickeln, verdiene ein paar Euro dazu und das mache ich halt so lange, wie ich das möchte, habe dann aber nichts gewonnen, ja, weil in dem Moment, wo ich den Job aufgebe, ist alles wieder so wie vorher. Oder ich sage, nein, ich entwickle mich weiter. Ich arbeite an mir, an meiner Persönlichkeit. Ich mache auch mal die Dinge, wo ich normalerweise Angst davor habe, wo ich normalerweise nicht bereit bin dazu und entwickle mich einfach weiter, baue nebenbei mir was auf, ja, wovon ich dann mein ganzes Leben lang profitieren kann bei gleichem Zeiteinsatz. Und das ist die Frage, die einfach du dir stellen musst, wo soll dein Weg hingehen? Ich hoffe, ich konnte dich ein kleines bisschen zum Nachdenken anregen. Wenn dem so war und du das Video hilfreich fandest, hinterlass mir doch gerne einen Kommentar, mach einen Daumen hoch. Mich würde auch deine Meinung zum Thema interessieren. Was findest du, ist die beste Möglichkeit, nebenbei Geld zu verdienen? Freue mich da sehr auf deinen Kommentar. Also einfach mal die Kommentarfunktion nutzen. Weitere Tipps findest du auf oliverschirmer.de. Und wenn du eine gute Möglichkeit suchst, nebenbei Geld zu verdienen, dann findest du unterhalb des Videos ebenfalls weitere Informationen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg. Alles, alles Gute. Wir sehen und hören uns im nächsten Video. Mach's gut, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.